Seht ihr, wie viele da sind? So, ihr kommt jetzt mal alle hierher. Komm. Ja, natürlich sehen sie mich immer noch. So, ich würde jetzt gerne da hoch, bevor wieder alle da sind. Es ist der See. Es gibt keinen anderen Weg dadurch. Sie müssen runterspringen. Ich muss runterspringen. Wo ist der See? Das ist nicht der See. Will ich aber nicht durch. Da drüben hätte ich runterspringen sollen. So, bitte seht mich jetzt nicht, während ich hier auflade. Wo muss ich denn runterspringen, bitte? Zwei direkt hinterm hier. Komm, hinter die Schilde. Natürlich nicht mehr rechtzeitig. Tarnfeld aktiviert. Genau, ich muss, ich da wirklich über oder durch die Spore da. Na, versuchen wir es. Ich will ein Quick Save, immer noch. Ich muss da ernsthaft durch diese scheiß Alien-Spore durch. Aber rüsten Sie sich aus, bevor Sie... Oh. Schön, dass du es jetzt sagst. Hier ist wenigstens Muni. Und zwei dämliche K-Volts. Taktische Optionen verfügbar. Betritt die Struktur. Oh, Sekunde, Telefon, Aufnahmepause. So, da bin ich wieder. Gut, machen wir weiter. Taktische Bewegung war empfohlen. Was? Was? Aber ich kann sie markieren mit meinem Visor. Ja, könnt ihr das auch? Wahrscheinlich. Okay, jetzt erwischen lassen. Wer extremst... blöd. Ich versuche mich mal da durchzuschleichen.
Alter, dann konnte ich mich jetzt überhaupt nicht mehr erinnern, wirklich. Dass die jetzt auch noch ein Tarnfeld haben auf einmal. Weil wie gesagt, ich kenne das Spiel ja. Also ich habe mal, als es rauskam, letztes Jahr ein Let's Play von gesehen. Aber naja, auch schon lange her, wie gesagt. Und wieso genau komme ich da jetzt nicht rein? Betritt die Struktur. Hallo? Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Anscheinend nicht. Ach, das ist doch ein Scheiß. Ja, das nervt mich jetzt gerade echt bei dem Spiel, dass man nicht weitergehen kann, ohne dass man die Gegner eliminiert hat. Das ist echt nervig jetzt. Ich wollte dem gerade den Rücken stechen. Ich das wenigstens. ...5000 Nanokatalysatoren. Was, 25%? Ich muss die ernsthaft töten, bevor ich da rein kann. Ah. Jetzt haben sie mich gesehen. Fuck. Ich habe keine Energie und Alter, ist das schlimm. Alter, ist das schlimm. Ja, sie sehen mich natürlich immer noch schön. Komm, stirb! Alter, das ist doch echt schrecklich. Wo ist der letzte da? Das mit dem Markieren war echt eine gute Idee. Sonst hätte ich das echt nie geschafft. Stirb, du Drecksau! Warnung, Katastrophe unmittelbar bevorstehend. Und mein Ziel ist es, da reinzugehen. Der Befehl von Stratcom ist gerade durchgekommen. Oh Gott, die machen das wirklich! Alcatraz, ihnen läuft die Zeit davon! Los, los! Ich kann nicht, ich hänge an dem Pixel fest! Rein da! Hören Sie, Alcatraz! Ist reaktiv. Das Ganze ist ein Schutzsystem. Müssen den Fenstern aus Cyborg-Verkabelung suchen. Reißen Sie mit Hilfe des Anzugs einen Teil davon raus. Alter. Boah, krank. Da. Krasses Spiel.
Bringen Sie es zu Ende. Hey, toter Mann. Wahnsinnstrip, was? Sie dachten, ich wäre weg? Nun, habe ich mir auch gedacht. Vergessen. Aber der Anzug, Mann. Hargreave hatte recht. Der Anzug stellt alle Regeln auf den Kopf. Sie sind in mir drin. Die Seth, sie sind reingekommen. Ich musste den Link zum Ausgang unterbrechen, sonst hätte ich völlig die Kontrolle verloren. Und sie? Sie waren da, direkt vor mir und lagen im Sterben. Mann, ich musste die Chance nutzen und ihnen die Möglichkeit geben, zu beenden, was ich angefangen hatte. Das war unsere einzige Hoffnung. Sehen Sie, nicht nur New York, nicht nur Ling Shan. Wissen Sie, die Seth gibt's wirklich schon ewig, Mann. Und sie haben überall gebaut. Überall. New York ist gerettet. Heute hier gesiegt. Aber das Ganze hat gerade erst angefangen. Sie und ich, Marine, wir sterben jetzt noch nicht. Wir müssen zurück, dorthin, wo wir gebraucht werden. Ist da der Force Wrecking Marine, der gerade am Central Park gefunden wurde? Der Träger von Jacob Hargreaves Nanohülle? Moment. Ich optimiere den Film. Besser. Sie gestatten, dass ich mich vorstelle? Karl Ernst Rasch. Zu Ihren Diensten. Und Sie sind? Man nennt mich Prophet. Prophet. Das, meine Freunde, war Crysis 2. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen. Ein echt geniales Spiel von Crytek. Ich muss dazu sagen, mir hat immer noch der 1er besser gefallen. Ich fand das Open-World-Zeug vom 1er einfach cooler. Aber das ist hier immer noch ein geniales Spiel mit vielen Möglichkeiten. Stealth, reinlaufen, alles kaputt schießen, alles mögliche, echt eine coole Story und ich hoffe, ihr seid beim Let's Play zu Crysis 3 dabei, was Anfang nächsten Jahres erscheinen soll. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gleich zum Release ein Let's Play machen werde, aber es wird auf jeden Fall eins kommen und dann sehen wir mal, wie es mit Alcatraz und Prophet in der Nanohülle weitergeht. Auf jeden Fall sage ich jetzt schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch echt gefallen und ja, man sieht sich hoffentlich in einem neuen Projekt. Servus, euer Olli. Ciao.